Hallo Freunde, heute sind wir nochmal auf einem Acker. Ich versuch's nochmal. Ich war hier schon vor Jahren auf diesem Acker, der ist jetzt mittlerweile schon ein paar Mal umgeackert worden, bepflanzt worden, umgeackert worden. Und von daher will ich mal sehen, ob wir vielleicht hier nochmal schöne Sachen finden. Vielleicht erinnert ihr euch, das war der Acker, wo ich dieses kleine Münzgewicht unter anderem gefunden habe. Und da wollen wir mal schauen, ob was geht. Ja, das war's für den Anfang. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet hier. Auf geht's. And the first find und der erste Fund. Trashmüllabfall. Ein Deckel aus Aluminium. Und wohl ein Stück von einer abgebrochenen Flugschar. Aluminium-Trash. Hart, hart, aber dies ist leider nur ein Stückchen Draht. Hornadi 10 mm. Nun gut. Bleibt aber trotzdem nur Schrott. Ein Fragment einer Patronenhülse. Und ein Flaschendeckel. Heute in einem Signalrot. Und nochmal einer. Und noch einer in Orange. Und hier nochmal ein Bottle Top in Orange. Staniolpapier. Ein Aluminiumdeckel. Ja, und hier war auch ein nettes Signal. Und da muss es auch drin sein. Oh, da ist es. Schaut. Fast übersehen. Ein interessantes Fragment, gemustert, schaut, schwer zu sagen, könnte von einer Schnalle sein, könnte aber auch was anderes sein, ich habe keinen Schimmer. Na, auf alle Fälle ein interessanter Fund und bis jetzt der beste. Klasse. Boah, Leute, das ist schon wieder eine Gluthitze hier auf dem Acker. Ist klar, ist ganz was anderes als im Wald. Soweit das Auge schaut, Acker. Aber hier hatte ich jetzt ein schönes Signal und hier, denke ich, habe ich einen Oberflächenfund gemacht, den ich jetzt aber gerade aus den Augen verloren habe. Ja, wo ist er denn? Ich glaube nämlich, es handelte sich um eine Musketenkugel. Oberflächlich, ich habe sie entdeckt. Da, das müsste das schöne Stück sein. Hier liegt sie. Klasse, hey. Das ist schon richtig lang her, dass ich eine Musketenkugel gefunden habe. Das freut mich ja jetzt total, obwohl es wirklich nur ein Stückchen Blei ist, aber das erfreut mein Herz. Eine Musketenkugel. Ja, und hier haben wir ein Stück Eisen aus dem Boden geholt. Der Form nach sieht es fast aus wie eine Spitze. Also eine Pfeil bzw. Armbrustspitze, aber meines Erachtens ist das zu grob, als dass es ein Waffenteil sein könnte. Ich nehme es auf alle Fälle mit, mache es noch etwas besser sauber, aber glaube eigentlich, dass es sich nur um Trashmüllabfall handelt. Naja. Aha, da muss es drin sein.
ziemlich oberflächlich, würde ich sagen. Da haben wir es. Und diesmal handelt es sich wohl um ja, ein Stück einer Schlitzrose, könnte sein, muss nicht zwingend, aber das wäre eine Möglichkeit. Nun gut, müssen wir noch mal sauber machen und gucken. So, wieder ein relativ gutes Signal, ein lautes, deutliches Signal im 80er-Bereich. Aha, da ist es und da steckt es drin, schaut, eine Münze. Und wenn ihr mich fragt, sich Regen bringt Segen. Und das ist es auch. 50 Pfennig. Ja, und jetzt bin ich wieder einen Meter, naja, stimmt nicht, 10 Meter in den Wald gegangen. Wie ich es immer mache, wenn die Möglichkeit besteht. Und da haben wir, ja, ich befürchte mal wieder, oder was soll ich befürchten? Ich denke mal wieder ein Hufeisen. Und ein Hufeisen. So, da fährt gerade der Landwirt. Wir haben ein kleines Schwätzchen gehalten. Er hat meine Funde begutachtet, eine Musketenkugel. Und sich Regen bringt Segen, war ja nun nicht alles so toll. Und dieses eine Fragment. Ja, Freunde, das wird wieder mal ein sehr kurzes Sondelvideo. Wie gesagt, kaum was gefunden. Das sind so die Äcker, wo ich doch immer meine Problemchen mit habe. Aber mein Gott, warum nicht mal ein Acker? Also ich bin offen für alles. Freunde, euch eine schöne kommende Woche, wie immer. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und dass ihr auch immer so viel kommentiert und mitmacht. Und wie ich mir das vorstelle, sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, lasst es krachen, Freunde. Und bis die Tage. Tschüss, ciao, euer Sondel-Andi.